Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie bei der Deutschlandbahn und wünschen eine angenehme Fahrt. Jetzt müssen wir erst noch kaufen, andere Leute was sagen. Martina, der Wimmer? Ja. Was sagen wir jetzt denn kurz und bündig, ne? Oder sagst du was? Ich hab was. Dann legen wir jetzt nicht durcheinander. Ja. Hallo, ich bin auch gerade. Im Namen der Karolinbahn heiße ich Sie recht herzlich willkommen auf der Sonderfahrt von Amberg nach Schneidbach über Gebenbach, Hirschau. Und wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Außerdem bedankt sich die Karolinbahn bei der Vogtlandbahn für die zur Verfügungstellung dieses Fahrzeugs. Ich wünsche Ihnen alle einen angenehmen Aufenthalt sowie einen schönen Tag. Hallo. Du wieder! Da geht's ja gescheit. Siehst du, Martina, das ist halt anders. Das ist nicht Sabine, das ist anders. Ja. Das ist eigentlich schon. Da hast du jetzt ein 400 PS. Diesel? Nein, schlagen wir. Was? Nein. Das war die Fahren wir an meiner Heimat vorbei. Ja, du wirst schauen, das ist noch schnell schon 20. Du wirst schauen, wie schnell wir noch fahren werden. Meine Mama. Ach, du liebe Zeit. Immer langsamer wird's hier. Da siehst du, was da vorne steht. 120 heißt es. In 120 Metern. 210. Ich sag dir eins, langsam fahren ist schwieriger als vorne. Aha, verstanden. Jedes Mal meine Bude. Ah, ja, ich denke, das Ding vor mir an. Wo wir sind, das sag ich mir ja vorne. Ach so. Ja. Ja, und wir fahren dann mit dem um 14:50 Uhr oder sowas wieder zurück. Ja. Und schneiden wir das. Das ist toll, wo da der. So, der steckt das rein. Ja. Da stehen sie schon bereit. Sollst du was sagen, oder? Mit Nikolaus? Oder soll ich sagen schon was? Sag was, dann sprich. Geh her. Ja, ich warte noch ein bisschen, dass noch Frau zu mir kommt. Ja. Was haben wir denn hier auf der Strecke geholt? Das ist den langen Bau verfüllt. Damit sind wir an die Fenster gelassen, aber wenn er einsteigt, ne? Mach ich auf dem Fenster aus, wenn er einsteigt. Ja, ja. Ich muss bloß erst schauen, dass man richtig. Einer fucht und der mit Vorheiz hat 75 und der ohne hat 52. Ich meine, das ist jetzt kein Problem hier, aber. Du, das ohne Vorheiz. Der springt bis 10 Grad, so wie ich die aus Erfahrung springt drauf, aber ab unter 20 ist er Kaltstart genehmigt. Und so habe ich ihn heute gestern auch gekriegt. Also es war Grenzwehr, ohne Kaltstart war er nicht gekommen. Und wenn du ihn jetzt gestellt lassen hättest, dann war der. Du brauchst gut nochmal 30 Grad. 20 ist uns bei dem, ja. Also ich sage mal schnell Nikolaus an. Ja. Verehrte Fahrgäste, in Kürze werden wir einen kurzen Halt einlegen, aber bitte nicht aussteigen, denn der Nikolaus mit Samtbegleitung wird zusteigen. Okay, yes. Wer hat es versteckt, dass der Nikolaus kommt? Gerhard? Ja. So viel Schneid hier. Aus der Halle. Das ist ja
schön steht er da, der Harald. Der Nikolaus. Der Nikolaus. Ach, wie lange noch, Martina? Das muss man so machen, weil wenn du die, das vorher machst und du zum Schluss zu Stromkabel siehst, dann bleibt es drin. Ölbrennerdüsen, Elektroden-Chip-Geräte, was soll denn alles dabei haben? So ist es da. Ich schalte das drum, wenn ich hab's in der halben Stunde das Einbau gehabt. Das war jetzt nicht die große Sache gewesen zum Einbauen, da ist recht schön zum Hinkommen. Das soll von Maschinenzeichen öffnen. Ja? Oh! Endlich wird die 10er Leitung einmal ein wenig benutzt. Also, was haben wir denn 10er da? Bloß, dass sie sich füllen kann. Gell? Obacht, geht rein. Jetzt fahren wir mal. Zack, zu mir rein. Jetzt geht's gleich los. Gell? Ja. Vergiss alles, was du vielleicht gesehen hast, wo wir gefahren sind. Wir fahren gleich langweilig. Um 3, hupst du, bist du dabei? Achtung, 3, 2, 1. Kann das auch schön links sehen, so wie in Hinterwernberg. So. Ja. Gehen wir schon, der Pfeil zu, der wird nicht drauf. Der weiß das automatisch. Wie oft fahrt man hier zu? Einmal im Jahr, oder? Ach, von wegen? Wie oft ist es? Keine Tour, fährst du jeden Tag? Na klar, wirst du dann schon sehen, warum? Fahren jetzt dann durch ein Werk durch. Ein Lübeck. Das ist doch die am stärksten fahrende Linienbahn. Ja, Wahnsinn. Sehr geil. Aber noch gut, dass Winter ist. Ja. Wenn es August wäre, hätte man das vorne auf sich. Tatsächlich? Wie viel fahren wir mittlerweile? Vorne auf sieben. Und wie schnell bist du dann da gefahren? Also jetzt hast du 5 km/h, ja? So schnell, dass du mich jetzt zum anderen halten kannst. Ja genau, ich bin jetzt auf sich gefahren. Warum? Ich bin auf der Fahrt. Die Mais wollte da unten. Ja? Ja. Ja, der ist den Zug geschieben. Ja, der fährt dann, das soll den Last rollen und du kriegst ihn hier und du hast ein paar Schwamm. Was schlafst du dabei? Schlafst du? Also bei 5 brauchst du, hast du... Ein paar konstante Stationen. Und du brauchst ja fast kein Sitzen hier bei 5. Ist ja fast nicht schwer. Du hast schon gemacht, oder? Du hast schon gemacht, 2 Kilometer. Ich war noch gegangen, ich fahre konstant, 5 km/h. Ja. Wer schläft du denn? Aber gut, dass wir gestern hier schon auch die Meldung gemacht haben, dass ich das alles wie es für die Zukunft, dann haben wir das erwähnt. Ja, ja. Und wenn jetzt der Ralf das so sagt. Ja, bin ich schon. Gut, es ist in Spalte 9 hier angekommen. Ja, ja. Er hat sich befasst damit. Ja, das ist so gut. Steff, ich grüße dich schon an. Ich habe gesagt, bist du der, der dauernd die Maschine ein- und ausgeschalten hat? Ja. Von mir. Ja, aber gehört hat er das auch schon wieder. Ich war im Bett. Der Willi was gesagt hat. Nee, den habe ich informiert, Willi. Ich habe ihn nochmal am Handy angerufen. Ja. Nicht, dass die Willi wundert. Mich wundert nichts mehr. Bei der Bahn ist er. Dass der dauernd das Licht angeht und Maschinen laufen und wieder sind kein Geist haben soll. Hast du gleich im Zug gemacht, oder? Nein, wir sind dann wieder in den AKP gegangen und haben uns dann weggestellt und sind wieder umgehen, dann haben wir wieder gestartet, dann haben wir wieder geschaut, dann haben wir blöd geschaut. Geht ja, weil der ruhig ist. Der ist ja, ich hab dann die Taste Luftpressen ein, ja. Die Luft ist halt losgegangen. Ah, ja. Und
nächste organisiert dann Alex, oder? Den Alex haben wir schon für dieses Jahr vielleicht. Weil die ABE gilt da halbes Jahr für die Strecke. So gemeint. Also geht die Cheese wieder auf. Oder wenn ich was zahle, die Genehmigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas von der Bahn nach. Ja, wir zahlen natürlich jetzt hier alles. Ja, das wird halt über die Trasse irgendwie abbrechen mit dem Bein. Ich weiß es auch nicht, wie sie es machen. Siehst du das da vorne? Ist da verschüttelt? Ja. Das Luft holen und ein Schönchen. Also hier ist nur mein Gate-Ventil jetzt. Schöner wäre es, wenn du das. Bei der Lok sind es Magnetventile. Das ist ja auch ein Lufttaster unten. Das ist kein Magnetventil. Echt? Ja. Das ist ein Lufttaster, aber du kannst es nicht viel ausweinen lassen. Nein, weißt du. Weil das unser Dampfpfeifen vom Feinskillen. Ich meine, 10 Bar hätten wir zum Betreiben, aber der pumpt lang. Also recht großes Funktion brauchst du bitte nicht machen. Die Dampfpfeife klingt ja erst besetzt. Ja, mit der R20 hat der Schrammkompressor drin und hat, boah, der hat in 30 Sekunden hat der die 10er drin. Ja, du die Ventur-Gang ziehen, gell, die Damen? Da geht schon was. Die Preise sind gut, weil du eigentlich. Schau mal, da hast du wieder eine Pfeiftafel. Bloß ein Blau. Beim Stauber. Linkspfeifen. Linkspfeifen, also Herz einmal rechts weg. Ja. Kaufen gibt's hier. Du, gell, du erlebst ganz verschiedene Dinge, die man so nie leben kann. Ganz völlig neue Dimension des Hochgeschwindigkeits. Und bei Rast ist er nach. Nach der Vogel. Komm, das gibt's öfter, glaube ich, gell? Den gibt's nur so einmal. Den gibt's nur so einmal. Die der zweiten Fahrt, der freilich poppelt mit der 30. Also wenn es nur ein bisschen musikalisch muss, musst du mitfahren. Ja, ich bin nicht. Ah, du hast ja schon gehört. Hat sich irgendwer von der Stadt angekündigt? Ja. Ich finde nur der Meier dabei, oder? Gestern war. Der Meier war da. Gestern. Okay. Und da kommt niemand dabei. Das hätte ja unsere ganze Auftragsaktion bei uns. Das ist ein Plopiton, die kürzlich Hose, wegen der Stimmige. Ja, das ist aber der Mann, der ist später. Da war der Mann dazu mit dem Bett. Die hat fotografiert. Genau, ja. Ach, das ist schon mal dabei. Ja, die hat fotografiert. Ja, ja. Ja, dann weiß man, was die alle dabei sind. Ja, mir kam sie schon bekannt vor. Der hat sich gedacht, ich warte mal an. Dann hat er ins Vorwärmen gerät. Nein, das war der Grund. Das war der Grund. Das ist ein bisschen unruhig, wenn du durchreißt. Aber sind wir zufrieden, dass es so ist? Kann der Sau wieder sein? Dann war das Thema nämlich gleich. Wie langweilig wird es da auf die Strecke? Nein. Da wird es auch Weihnachten langweilig. Im Auto warst du nicht schwarz. Super. Ja. Da haben wir mir schon ganz andere Wege gemacht. Jetzt hat er wenigstens 63 gehabt. Das ist auch schon. Der Lokleitung mit dem Kehle Silvio wieder. Stefan, du bist ja eh noch. Also das macht keiner. Er hat selber Sünder machen, kann das Ding jetzt nicht stellen, aber bis in früher.
kann ich nicht sagen, ja, Leute, eine Benzfahrt machen mit Brennen und man müsste halt dabei sein. Oh, Johannes, oh! Du hast das gestern nicht erlebt in Schneidenbach, die Motto-Session da. Also das war ja, dann 10 Meter vorsetzen, dann wieder 2 zurück, das ein, aus, das weg und hin zu Türe. Experten können wir nicht betreten. Jetzt fahren wir Hochgeschwindigkeit schon. LZB fahren wir jetzt. Jetzt fahren wir LZB und zwar auf Schneidenbacher Art. Aus mit der LZB. LZB war so spät. Ja, jetzt kommt dann die Hirschauer-LZB, die wird dir gefallen, Andrea. Die besteht nur aus Pfeifen, Bestätigen und Langsamfahren. Also du bist mit allen Teilen des Körpers beschäftigt, Andrea. Und du fährst jetzt alle doch. Was fährst du? Ich oder minus mit Fuß. Ja. Der fährt gerade Skier noch. Das ist der Skiführer bei uns, oder? Ja, da hätte er viel frei. Los. Ja, wir bräuchten einen. Die haben mir das im Vertrag eingeschrieben. Ich mach das nicht. Ich nimm's mir. Klar, sofort. Mein Status neu aufgeben, mein Beamtenstatus neu aufgeben. Nein, ich mach das zweite. Ich lasse euch schon einen Status laufen. Ich will nicht mehr lang. Ja, du gehst halt jetzt in der Alterszeit sein und machst der halt. Kann ich nicht, ich hab Alterszeit. Und dann bei uns. Das ist nicht alt. Ja, das macht doch nichts. Wen? Das macht ja nichts. Ich hab Alterszeit, kann ich nicht machen. Ich kann bloß daheim bleiben, oder? Alles gericht. Oder mit uns fahren. Ja, dann machst du bei uns der Postkrieg ist da bei euch, oder? Ja, der ist aber jetzt nicht mehr im Büro. Ja, ich weiß schon. Der hat bei uns nur Brücken bei uns oder erklärt gehabt damals. Oder teilweise dürfen. Ja, der darf nicht mehr. Leider. Das war auch ein guter Lokführer. Ja, ja. Also da bringst du keine Spannung in die Batterie rein, da bringst du keine Wärme in den Kühler bei der Fahrweise, weil das Ding muss ich ja nicht plumpen. Hoffentlich schafft der die 120 haben wieder heute. Lokführer weg. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Gimbach. Aha, schau mal. Ich mal was sagen. Du musst auch hier eine andere Hüttenplatte sagen, oder? Ja, ich möchte in das Loch einrauchen von den Torwärmdingen. Das ist wie so ein Nickelstahlschalt, das heißt. Von so einem Gitter drauf. Also das Torwärmdingen ist gut. Das ist echt lustig. Das ist wirklich eine Mini-Ölheizung. Einstiegseitig? Die machen wir natürlich. Weißt schon. Wir haben ja alles. Nein, tschechisch. Ach, du magst das ja so. Mal schauen, da hat er. Wo muss ich mich hinstellen? Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung. Links. Links? Und zwar ist dieser ganz moderner Bahnhof nach neuesten Gesichtspunkten ist der Bahnsteig gestaltet. Also wird jetzt Standard werden überall. Jetzt bin ich dann sicher, wenn ich Zeiten kriege. Weil ihr nicht weiß, wenn du die 40 meinst. Ja. Du mal mit Personen zu hinterher. Extra Funkgerät, also das hat der Schumann gleich. Ach, das sollen wir. Bitte? Das sollen wir einschalten. Achso, dass er wieder mit seinem Foto zeigt. Wir fahren. Da. Langsamer Fahrt. Stefan, kannst du mal stehen bleiben eine Stunde? Wir müssen ein Motiv fotografieren. Da bleiben wir auch wieder stehen. Fotografieren. Stefan, bleiben wir auch stehen. Ich denke eher, dass welche zusteigen, wenn überhaupt. Wenn welche zusteigen. Wenn welche zusteigen. Ja. Wir haben Gamebach drin da. Wir haben bloß das Wort haben sie nicht mehr gehabt. Das Gamebach hat es nicht mehr gereicht. Wenn wir das. Das ist der überarbeitete Fahrplan. Ist das. Über Neufahrt, Freising. Lauterhofen, Gussen Zollen, Schmidtmühlen. Das wär's. Wenn du nur in Schmidtmühlen der Gleis hättest. Dann hätten wir schöne Möglichkeiten für Pendelfahrt. Gussen Zollen hast du ja. Der Johann hat jetzt gesagt, jetzt muss er sich ganz schön den Berg raufklauen. Ja, hat es tun mit sich selber. Grüß Gott, das ist nicht ganz schwierig. Ich spreche mich mal an. Jankos. Sakra, sakra. Das ist ja ganz hart. Das ist ein aber machst du nicht Spaß? Normaler auf dem Besuch hat auch nicht jeder. Mit Blick auf den Menschen lernen. Der hat wieder Alex. Ja, den haben wir dann noch gehört, da sind wir dann schon wieder zurückgekommen. Der Kollege wird sich schon was denken, wenn er den Siro stellt.
Da. Wo ist denn heimgefahren? Ja, ich weiß nicht. Ach so, da muss ich jetzt. Ich bin um 9.15 Uhr auch. Also, ich bin früher, ich bin gerade gezogen. Wo ist denn der Nikolaus, aber steht er da? Machen wir nochmal drüber. Ist das hier ein Zug oder was? Ja, wir haben einen Namen erstmal. Tschüss. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, wir haben das schon gehabt. Okay, war der Nein, die mit dem Kinderwagen. Die haben mir gestern gesagt, dass sie heute mitfahren. Doch, die kommen. Bist du kurz etwas im Bleibau, bis mir ruhig. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Hey, das ist der Sprecherin. Sind die Sprecherin oder was? Ja, da haben alle Sprachen drin. Entschuldigung, auf Wahnsinn jetzt anfangen. Und jetzt begrüßen wir die neu zurückstiegenden Fahrgäste. Was ist das für jetzt? Du sagst? Ja. Oder du kannst aussagen. Dann mache ich nachher die großen Ansagen auf Irrschaft. Was sagen wir denn jetzt? Wir begrüßen die neu zurückstiegenden Fahrgäste. Im Namen des Vereins am Berg. Im Namen des Vereins am Berg Kalimbach begrüßen wir die neu zurückstiegenden Fahrgäste und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Das ist wurscht. Warum ist das so? Weil der Geschwindigkeit könnte man auch nicht umwerfen. Willst du jetzt einmal? Ja. Da hat die Ladegerät hinten bedrohlich zischt, weil sie ja bloß 160 Volt kriegt. Oh nein, müssen wir noch heute. Jetzt schauen wir in den Schneidbach mal an. Nein, Wasser ist schon nur drin, ob die Verschraubungen jetzt dicht sind. Weil ich hab zwei Meter Verschraubungen mit Schlüsseldichten und zwei Schlauchbinder jeweils. Weil die haben sich praktisch durch die Kälte unterschieden, wenn die zusammengegangen und dann ich schalte ein, pumpt, lasst uns kühl Wasser. Das ist aber da, wenn es so weitergeht, ist 10 Minuten ist leer. Das fängt gut an. So was machen wir mit den Schillern, die jetzt gerade was umbaut worden sind. Ja, da wird es kummer sein, was für alle kalt. Ja, ist klar. Du musst sagen, da ist Kupfer drin. Ja. Ja, schau, so, 12.30 Uhr, ich bin orientiert. Seit 12 Uhr. Da geht es bis nach zur. Zum Hohlweg. Das ist jetzt 20, oder? Ja, und dann kommt der Hirschauer Hochgeschwindigkeitsabschnitt. Mit 1, 0. 100. Wunderbar, mit 100 Umdrehungen fahren wir da drüber. Weil das immer schon so langsam ist, dass es erst wieder am Flecken zu Hause. Der Kleine ist schlecht, oder? Immer schon so, oder? Ja, die schlecht, da ist schon. Ja, aber das ist schlecht, ist ja. Der 20er hier. Guten Dinge der Brücke und hier noch. Aber war eigentlich immer schon so langsam, oder? Ja, das ist ja. Wie ist er da gefahren? 40. Kurzer Blick, grüßt die Kollege, sie ist schon fast da. Sie schaue wegen die beiden. Ah, das ist alles. Von Hof bis Markgrillwitz. Ah, ja. Und zwei Agilis. Und zwei Strecken von Agilis. Das Einzige, wo sich die wirklich schnell bewegen, sind Fotografieren. Aber ansonsten haben wir unsere Experten ja dort.
Unbefristeten Vertrag. Okay. Hast du Rückschläge? Nein.
muss man rum. Hat jemand einen Fahrplan da? Den gelben Zettel? Gut, das Ding. Ja. 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 Und der ganze gefährliche Übergang. Ich habe das einmal gehört. Die ist hübsch. Weißt du die, unsere E-Adler oder den echten? Cyber-Adler. Cyber-Adler. Da hätte ich mal mitfahren sollen als Bremse. Ja. Da habe ich gesagt, habe ich meinen Bremszug genommen gehabt. Ich nehme Alex, nehme in Nürnberg gerade. Da habt ihr einen Bremszug gehabt. Genau. Der hat als einzigen Luxus, was hat der drin hat, hat er gesagt, einen Zugfunk oder? Aber nichts besser bei, mit Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Hirschau. In Hirschau haben Sie die Möglichkeit, den ab 14 Uhr öffnenden Weihnachtsmarkt zu besuchen, der sich im Ortszentrum befindet. Rückfahrmöglichkeiten in Richtung Amberg mit der Amberger Kaolinbahn besteht ab 14.20 Uhr sowie um 16.20 Uhr. Allen Fahrgästen, die hier aussteigen, wünschen wir noch einen angenehmen Tag und fahren Sie bald wieder mit uns. Auf Wiedersehen. Also, nächster Kandidat schon Alex. Zug für Alex. Es bedient Sie Herr Rösler. Wo ist denn dein Schichtplan? Mein Schichtplan? Der ist den schönen? Ja. Der ist in unserem Spezialordner drin. Zeig dir mal den Schichtplan. Mal schauen, ob ich halt hinkomme. Bei 11.02 hätte ich den Spiegel kommen. Da kommt jetzt der Hexschiffer. Ja. K1, schau her, hat er das schon aufgeschrieben, oder? Ja. Flex. Ich fahre nach Flex. Du hast jetzt ehrenamtlich, Stefan, oder? Ich fahr ganz ehrenamtlich. Ich mache alles hier mit meinen Ruhen jetzt. Musst du in Schwandorf tanken? Ja. Fischwasser füllen? Ja. Und gestern? Auch. Bist du auf Schwandorf gefahren? Ja, von der Abstellung raus nach ins Werk. Und das übliche Programm. Ja, häufig ist auch schon mal eins. Ja. Wir haben schon A1. Ja. Ja, in der Regel alle vier davon. Alle vier davon. Bei dem brauchen Sie kein A1 machen. Nicht? Nein. Ja. Da habe ich halt bloß eine Auswahl, weil der geht dann alles, was weiß ich, was nach und aus immer der E-Frist. Ist der Fahrgast schon Pfeifen, wachsam drucken. Pfeifen, da sind ein paar Pfeifen. Reichenheizung gibt es hier keine, oder? Jo, wenn du schon Reichenheizung. Ja, das haben wir selber. Ja. Also Zeitfixen. Sehr verehrte Fahrgäste, wir erreichen Hirschau, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dann liegt die Obacht deine Kollegin da und dann schalt die ein. Ist recht. Ja. Gut. Man muss halt den Abend so. Da mache ich dann sein. Was du was ist? Knapp.
gerne. Bitte anlegen. Also, tschüss. 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 Samstag in 8 Tagen. Suchst du die Landschaft? Aha. Ja, ja. Ja, passt doch. Kann man mal mit dem Zug wieder herfahren. Aber hier steigen gar keine Fahrgäste zu oder sowas. Wir haben einen halt, also heute. Wir haben ja E-Schlüssel. Fahren wir. Naja, wir müssen ja halt, wir wollen ja Leute aussteigen. Ja, eben. Aber sie hier zusteigen. Schau, oder mit dem Weg. So stimmt, ja. Wer ist gut, wenn man schafft, der alles. Und jetzt kommt dieses lange Warten auf. Ja. Ja. Oder? Na, na, das Arschstück. Kannst du bitte. Das kannst du. Wir müssen auf die nicht zugängen. Okay. Wenn das da hinten drin ist und du hast nichts geschaut, kriegst du gleich wieder. Bei der Weg ist furchtbar. Wir haben jetzt halt nicht so richtig unser Ranking gesehen, auf welchem Platz wir sind, mit welchem Alex. Es wird. Wir müssen da dringend nicht reinkommen. Alles. Ob du deinen Hosen frei rufen musst oder nicht, alles. Loser Schmutz, fester Schmutz, nasser Schmutz. Durchsagen aber verständlich, sie sich zugewandt, Abfahrt ist jenes. Ja, der Fahrplan anschauen, ich wollte falsch anschauen. Falsche Zeit. Von Sonntag, ja. Ach übrigens, du hast 8 Minuten gespielt. Ich würde mich nichts. Auf dieser Strecke werden wir Zugleitbetrieb. Zugleitbetrieb. Aha, schau mal hier, die Stänger. Stänger die jetzt? Wo stänger die? Da vorne, schau mal, abblicken wir das mal zu Fuß. Das ist Kalinwerk, siehst du das deswegen, der ganze Güterverkehr da? Da drüben beginnt eine neue Welt, schaut aus wie am Mond. Stimmt. Da geht's wie tief, Obi? Das ist anders. Ja, über 100 Meter. Ja, schon. Ja. Zuführerin oder hast du locker? Ich war Quereinsteigerin, also Zugbegleiterin und habe jetzt seit Freitag meinen Lockdown. Ist gebacken. Sollte das besser? Es ist ruhiger. Ruhiger. Wir müssen die Leine abstreiten. Ja. Das tue ich zwar auch ganz gern. Ja. Sieh bei dir aber an. Ich habe auch die eine oder andere Mal Stellungnahme schreiben müssen. Ja, ich habe auch schon ein paar gelesen davon, lesen sich schön wie kein Fahrer. Die Gründe der Menschheit. Das ist das Meiste nochmal. Wo ja. Die LKWs rauskommen, ich weiß es nicht, gell? Weil ja. Da kommt von der Ukraine kommen da LKWs und so weiter. Sicher, ja. Also jetzt kommt der Rechtshaus, oder? Jetzt kommt der Endhaus schneiden. Das Dorfner hier ist auch alles AKW, also Kalin, alles. Aha, okay. Das Dorfner ist eine andere Welt. Das hintere, das war früher der Kick. Das hat AKW aufgekauft. Weil hier okay. Sitz und Gründer ist gestorben. Ich will jetzt bis die Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Schneidbach. Unsere Zugfahrt endet hier. Wenn Sie den Weihnachtsmarkt besuchen wollen, dann legen Sie sich einfach in Richtung Ortszentrum, in Richtung der Kirche. Aber langsam. Diese öffnet nach 13 Uhr. Als Rückfahrmöglichkeiten mit unserer Bahn bestehen dann um 12.50 Uhr, um 14.50 Uhr. So wie um 18.50 Uhr. Ich hoffe, wir hatten eine angenehme Reise und beehren uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Wo ist jetzt das Schloss? Die Mondlandfahrt gefahren. Für die oberen Zeiten meist die Häuser fallen runter. Ja. So, ja. Ich hoffe, wir hatten das Schloss. Da siehst du gar zwei Wagen und siehst du ja beim Kick. Ich glaube, ich am Bahnhof. So die ADG siehst du da. Siehst du? Ja, da rechts. Das ist ein Steinbach. Guckst du? Ja. Wahnsinn, ne? Ist noch was. Ja.
Früher sind da zwei Sprung aufgekommen, jetzt kommen noch einer, zwei. Und jetzt muss der Lehrreiche zurück, oder was? Nein. Ja, ob gut, ob das eine Lehrreiche wird, das wissen wir nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Nein, Hirscher steht auf jeden Fall hin. Also, die werden halt drei Kinder, eine Frau auf jeden Fall. Ja, genau. Ich weiß, dass du sogar mehr wie fast von Weißen mal nach Hamburg. Ja, haben wir bis zum Morgen. Wir haben es auch bis zum Morgen. Wie viel ist er die anderen? Ab 10 hat er schon. Hast du dabei, wie schon brauchst du? Zu früh shoppen gehen, oder? Nichts früh shoppen. Kinderpunsch, Kinderpunsch, alkoholfrei. Na, gestern der Amaretto-Punsch war nicht schlecht. Ja, ja. War echt gut? Na ja. Glaub ich da schon. Ja, ich hab nicht vorgebracht. Ja, ist ja in Ordnung, passt doch. Aber noch nie die Abfahrt gefallen, da schon hin. Die Goldene ist das. Die von der Achilles. Ja, jetzt haben wir natürlich noch das Gebäude rein. Ja, der macht die Tür auf. Was ist los? Richtig, um die Treppe einweisen. Mach das. Okay. Die Treppe hinaus. So, ja, das siehst du mit Hund, weil den Namen ist ja. Ja. Okay. Nächster, das wollte mal reisen. Das hat der Schumi. Ja, schau mal her. Kannst du alles machen. Das hat der Schumi. Ja, schau dann, schau dann. Ja, na, ich muss schnell ein Foto machen. Ich muss fotografieren. Hast du die ersten Fahrgäste wieder schon hin? Ja, ja. Ich schau halt hier. Jetzt aber zu genau fahren. Hast du das ja gemacht? Bitte schön. Also Geld am Schiffer. Was ist da? Schiffer? Ja, die Schiffer. Da haben wir gar nicht gesagt, was wir aufsteigen sollen. Das sage ich dann schon noch. Eins drücken. Und wieder. Du Brüllbock, du drückst. Ja, haben wir immer. Zwei. Kunschemeter. Klammern rollen. Was heißt denn wieder? 21 Minuten. Passt.